Manuel, sind wir denn, Motherfucker? Sind wir auf Sendung? Jaha. Ich kenn's nicht leider, aber ich find's richtig gut. Sorry, ich dachte, das war mein Eis. Hast du gesungen? Ja, ich mag den Vibe. Hast du das gesungen? Nee. Wie heißt der? Browser? Browser. Schöne Grüße an Mois auf jeden Fall an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Boah, schloch ich den, Mac. Hani, hallo. Was für freche Hüften. Hüfte denn, man? Am Grinden. Ja, voll. Ist mir zu soft. Hört es Manuelsen alles? Jaha. Ich würde so extrem feiern, wenn der Bruder mal wieder R&B-technische Songs rausbringen würde, so. Let me see you go back. Let me see you come. Now let me see you go back. Passt das von der Entfernung? Oder weiter weg? Warte, ich muss mich kurz drehen, Bruder. Bist du online? Ja. Nice. Let's do it, man. Stopp, nochmal. Ich muss meine Hose nochmal zurecht zippeln, ja? Zuppeln? Zippel it in, Motherfucker. Glaub mir, diese Welt, die dreht sich dann. Manuel, sind wir denn, Motherfucker? Come on, ist der Intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch im Start. Und willkommen zu einem motherfucking weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal, Alter. What's poppin', man? Taxien. Na, alles gut, Digga? Alles bestens, Sonne ballert, du ballerst, weiter geht's. I like that. Komm, einmal auf die Sonne, Bruder. Für die Realness, man. Yes, Freunde, was machen wir heute? Heute haben wir Live-Reaktion von der Straße. Und zwar für die Comments-Café-Folge mit Manuelsen zusammen. An der Stelle mal Grüße an Manuelsen, Bruder. Natürlich, an der Stelle. I love you, man. Auf jeden Fall machen wir heute eine Live-Reaktion. Normalerweise würde man jetzt ja vielleicht denken so, ey Bruder, du machst eine Live-Reaktion zu dem neuen Lied von Manuelsen. Aber da das Interview nur mit Manuelsen an sich stattfinden wird, habe ich mir gedacht, ich nehme einfach meinen Lieblingssong von Manuelsen. Ja? Live-Reakte den hier quasi am Kudamm in Berlin. Ihr werdet gleich sehen, was das für ein Lied ist so. Manuelsen, du wirst auch sehen, was mein Lieblingslied von dir ist so. In Anführungszeichen. Also mein Lieblingsvideo, sag ich mal so. Und ja. Du pumpst den ja schon lange, den Bruder, ne? Was? Du pumpst den ja schon lange, den Manuelsen, ja, ne? Ja, ja. Tag 1. Ja, Tag 1. Safe. Schon seit Geschichten, die das Leben schreiben, so richtig krass, weißt du? Das war so ein Mixtape, was er damals rausgehauen hat, so. Ja. Aber dazu mehr im Interview, Freunde. Ich würde jetzt sagen, live react it in, motherfucker. Gib mir den Manuelsi-Vibes, man. Let's do this, Alter. Jetzt haben wir die ersten Kandidaten am Start. Wie ist dein Name? Richie. Freut mich, Leon. Hi. Und deiner? Queenie. Wie? Queenie. Queenie. Ja. Schöner Name auf jeden Fall. Einfach mal durchs Bild gelaufen, dankeschön. Okay, hört ihr Deutschrap? Ja, ab und zu. Ja? Ja? Ja. Wen feierst du da so? Manuelsen, Luciano momentan, richtig. Ja. Und Carmen Gang. Carmen Gang? Ja. Okay, cool. Und du? Seltener. Also, ja, also wenn, dann er, das was er. Okay. Okay, ich zeig euch mal einen Song und ihr sagt mir eure Meinung dazu, okay? Let's do it. Dein Herz so weiß, 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 weiß. Weißt wie deine Feste ist, weil du die Beste bist, girl. Dein Haar so schwarz. So, und was sagst du? Ja, das ist von Manuelsen, ne? Genau. Kanntest du den Song schon? Nee, noch nicht. Aber, noch nicht? Nee, noch nicht, aber ich finde, der hat bessere Lieder. Der hat bessere Lieder? Ja. Was feierst du mehr von Manuelsen? So R&B singmäßig oder eher so Rap in die Fresse? R&B mehr. R&B mehr? Ja. Aber den Song fühlst du nicht so? Nicht so. Okay. Krass. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube, sie wird ihn fühlen. Schwarz, 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 schwarz. Wie die Seen deiner Kleider. Doch du hast mich an deiner Seite, Girl. Dein Mund so. Oh, 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 hey. Und, erster Eindruck? Ich kenne den Song. Kennst du den Song? Ja. Echt? Ja. Und, wie findest du ihn? Ich finde ihn gut. Also, ich habe den Song mit meinem Kumpel mal gezeigt. Mhm. Und ich glaube, das ist sogar einer der ersten Lieder, die ich von Manuelsen kennengelernt habe. Yeah. Und ich finde also, ihm steht dieses Singen mehr, sage ich mal. Yeah, yeah. Weil er hat so eine einfühlsame Stimme. Voll, ne? Richtig. Und ich finde, also das steht ihm auf jeden Fall mehr. Also wenn er so ein Album rausbringt, wo er komplett singt, dann würde ich mir das direkt holen. Voll geil, oder? Richtig. Manuelsen, Bruder. Er wird sich das auch jetzt live dann angucken quasi und wird dann darauf reagieren. Wollt ihr Manuelsen noch irgendwas sagen? Ja, also er soll auf jeden Fall weiter so machen. Hat auf jeden Fall hier einen großen Fan. Guck doch seine Interviews und sowas an. Ja, das Interview kenne ich von ihm. Willst du persönlich noch irgendwas sagen? So? Also jetzt hast du die Möglichkeit, quasi direkt mit ihm zu reden. So. Ja, ich feiere ihn krass. So die Art und Weise, wie er ist, so, wie er so chillt. Ich bin ein Fan von ihm. Ja, Mann. Nice. Schöne Grüße, Bruder. Alright, Killer. Hat mich gefreut auf jeden Fall. Macht's gut. Schönen Tag noch. Genießt die Sonne. Ciao. Yes, 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 yes. Yo. Manuelsen, Bruder.
R&B denn, man? Yes, nächste Kandidatin, wie ist dein Name? Nadja. Nadja, hi, ich bin der Leon. Hi. Und Nadja, alles gut? Ja, sehr gut. So, ne? Schönes bei dem Wetter, oder? Mhm. Warum machst du denn die Jacke an? Ist die nicht warm? Ja, ich weiß auch nicht. Hab's ein bisschen unterschätzt. Okay. Wie alt bist du? 21. 21. Was hörst du für Musik, Nadja? Eigentlich alles, solange es gute Laune macht. Mhm. Ja. Hörst du auch deutsche Musik? Ja, auch Deutschrap ab und zu. Echt, ja? Wen hast du noch so auf dem Schirm? Ja, Upo habe ich ganz gern gehört in letzter Zeit, aber sein neues Album mag ich nicht so gerne. So rundherum alles so, okay, ein bisschen. Okay, also aktuelle Sachen. Ja, okay, ja. Cool. Du hast schöne Augen übrigens. Du sagst mir deine Meinung, okay? Okay. Und was sagst du? Ja, ich mag den Vibe. Mhm. Auf jeden Fall, doch, gefällt mir gut. Ich habe jetzt nicht so viel gehört, ich müsste noch mal den kompletten Text hören, aber hast du das gesungen? Man weiß es nicht genau. Nee, doch, ich mag's. Man kommt so ein bisschen in Trance und genießt die Musik. Ja, ja. Nee, ja. Finde ich gut, ja. Ja, cool. Kennst du ihn? Nee. Also, du kennst ihn nicht, ne? Offensichtlich. Nee. Manuel, ist ihn schon mal gehört? Nee. Noch nie gehört? Nee. Was ist da los, ey? Manuel, wir müssen dich noch ein bisschen bekannter machen hier auf dem Berliner Kudamm, würde ich sagen. Ach so, das bist du? Nee, das ist der guckt das Video gerade an. Ich bin PowerPoint. Ich drehe das Video für eine Live, also ich drehe das Video für ein Interview. Ich setze mich mit dem Künstler hin und zeige ihm die Reaktion zu seinem Song. Ah, okay. Ja, super gemacht. Weiter so. Ja, Statement würde ich sagen, ne? Schönen Tag wünsche ich dir noch, ja? Ja, wünsche ich euch auch. Bleib so positiv, ciao. Oh Mensch, also schöne Menschen hier am Kudamm, ha? Dankeschön, ja, machen wir, easy. Alles gut? Ja. Ich gebe zwei Schüsse in die Luft, dann fühl mein Leid. Ein Placker, Placker, keiner von euch, keiner von euch. Ich gebe zwei Schüsse in die Luft, dann fühl mein Leid. Cut it out, man. So, wie ist euer Name? Enes. Wie? Enes. Enes und? Enes. Enes. Enes, genau. Okay, und? Samia. Mhm. Was bist du ein Landsmann? Ja, Türke. Türke. Und du? Perserin. Okay, was hört ihr für Musik? Deutsch. Deutschrap. Hm? Wen hast du da so auf dem Schirm? Zurzeit ist es UFO. Ja. UFO 361 am meisten. Ja, cool. Und du? Alles. Was heißt alles? R&B, Hip-Hop, alles Mögliche. Auch Deutsch? Auch Deutsch, ja. Wer ist da so dein Lieblingskünstler? Zurzeit. Mhm. Was hört sie zurzeit? Was hört sie zurzeit? Der Mann muss antworten. Die hört eigentlich zurzeit ganz oft so Bollywood-Scheiße. Was? Ah. Nein, das war ein Lied. Okay, krass. Nein. Nice. Okay, ich zeige euch einen Track, ihr sagt mir eure Meinung, okay? Okay. Ladies first. Und was sagst du? Ich find's richtig gut. Ja? Ja. Kennst du schon? Ich kenn's nicht leider, aber ich find's richtig gut. Sorry, ich dachte, das war mein Eis. Ich will einfach mein Mikrofon nehmen, ja. Okay, bisschen mehr Feedback noch so? Also ich finde, also ich konnte jetzt nicht viel vom Text raushören, aber ich fand's gut. Mhm. Um was geht's? Um Farben. Farben. Also er beschreibt eine Frau in Farben quasi. Hast du gesungen? Nee. Okay. Schon die zweite, die das sagt, ne? Ja, okay. Kennst du Manuel? Nein. Mhm. Okay, krass. Ja. Cool. Muss immer abchecken auf jeden Fall. Okay. Jetzt bist du dran. Dein Wesen so grün, 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 grün. Weil du bringst Hoffnung mit. Ich danke Gott für dich. Dein Lachen ist golden, golden. Und was sagst du? Geil. Ist geil, Mann. Ja, ne? Manuel ist sowieso geil. Ja. Kannst du den Song schon? Den Song habe ich, ich habe gehört, dass er den Song rausgebracht hat, aber ich habe ihn noch nicht angehört. Mhm. Aber Killer. Also aktuell jetzt, oder was? Mhm. Der Song ist aber alt. Schwör ich nicht, ich habe einfach gesagt.
Hörst du Manuelsen? Hast du schon mal von Manuelsen Musik gehört? So? Musik, ganz offen und ehrlich. Ich bin erst so, der so seine Interviews anguckt. Ja. Aber krass. So Musik. Weniger. Eher weniger. Okay, nice. Okay, ja, dann brauche ich auch keine Fragen mehr stellen. Ich wollte jetzt fragen, ob du eher das R&B-Ding von ihm feierst oder eher das Rap-Ding so. Mhm. Aber wenn du noch keine Raps gehört hast von ihm, so, dann übrigens ich frage er so. Eigentlich schon. Ja, cool. Trotzdem danke, ja? Kein Problem. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Grüßt mir den Süden auf jeden Fall, ja? Mannheim und Karlsruhe und so. Bis dann. Ciao. Ja, der wollte so tun, als ob er Manuelsen kennt und gehört hat, ne? Die haben wir nicht gerne eigentlich, ja? Boah, ich hab mitgekriegt, dass er den Song rausgehauen hat, aber ich hab noch nicht reingehört. Aktuell oder was? Er sagt, ja. Deutschland-Experte. Ja, voll. Yes, wie ist dein Name? Zen. Wie? Zen. Zen? Ja, Zen. Zen. Ah, alles gut, Bruder? Was bist du für ein Landsmann? Pakistan. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 14. 14? Ja. Nice, Alter. Was hörst du für Musik, Bruder? So Deutschrap. Nur Deutschrap? Ja. Wen feierst du aktuell so am meisten? AK außer Kontrolle, Rudi 030, ja so. Ja. Cool. Also nur Berlin, oder was? Ja, natürlich. Cool, Alter. Fresh, ich zeig dir den Song, okay. Du sagst mir deine Meinung, okay? Mhm. Der Bruder ist all blue, Mama, vergiss. Nice. Weil du mein Mädchen bist, egal was du sagst, ich versteh's blind. Deine Attitude ist... Und was sagst du? Das ist so meins, ja. Warum? So, ich höre so den bisschen harteren Rap und so. Also so, ich höre auch so manchmal so Gesang und so, Autotune. Ja, ja. Aber Manuelsen, ich meins, ja, ich finde das nicht so gut. Okay, auch aktuell nicht, was er macht so? Das Lied ist schon ein bisschen älter. Endgegner war gut. Ja, mit Capo, oder? Ja, der Rest nicht so. Hast du mit Mike Lowe mitgekriegt jetzt? Neue Album, dies, das? Nein, ich interessiere mich gar nicht für ihn so. Okay. Also Berliner. Okay. Aber es... Ich gönn ihn auf jeden Fall, Leute. Ja. Ich gönn ihn. Er guckt das Video auch gerade. Willst du ihm irgendwas sagen noch so? Ja, so, mach weiter, so wie du bist so. Du hast ja genug Fans. Das ist gut so. Ja, Mann. Cool, Alter. Fresh, Mann. Danke dir für deine Meinung auf jeden Fall, ja? Mach's gut, bleib stabil, ja? Ciao. Ja. Sind wir auf Sendung? So, Mädels, und schmeckt? Ich finde, er sollte mitrauben. Er hat den ultimativen Look. Ja, achso, ne? Ich sag jetzt was. Tagchen. Willst du mal kosten? Sehr lecker. Nee, danke, ich bin auf Diät. Wir fliegen in 3 Wochen nach Miami, wenn ich das nochmal erwähnen darf an der Stelle hier. Natürlich, an der Stelle. Eine Diät brauchst du doch gar nicht. Ja, doch, ich muss ein bisschen besser in Form kommen. Ich brauche ein Sixpack, weißt du? Nicht? Steht dir nicht auf Muskeln bei Männern? Stehen... Da? Nicht? Auf Charakter stehen Mann. Es ist nicht schlimm, wenn ein Mann Muskeln hat. Ja, es ist nicht schlimm sogar, ja? Okay. Ist gar nicht so schlimm. Okay, dann lass uns mal langsam zum Thema kommen. Was hört ihr für Musik? Radio Cosmo, genau. Das ist wirklich tatsächlich mein Genre. Was läuft da so für Musik? Was für freche Hüften. Okay. Was für freche Hüften? Hüfte denn, man? Boah, sag doch mal, Hip-Hop, keine Ahnung, Trap, in welche Richtung geht das so? Ja, Trap Hip-Hop, auch Soul, gern. Jazz, mhm. Trap, okay. Ich werde angerufen. Reggaeton liebe ich auch übelst. Okay, ich schmeiß Reggaeton ist super. Okay. Boah, ich setz mich auch mal dazu, Mann. Oh, erzähl mal. Herr Chef fährt ganz gern. Mhm. Materia auf jeden Fall, Masimoto klar. Die Beginner. Okay. Sammy. Ja. Also schon mehr so die alte Deutschrap-Richtung. Gerne. Ja? Das neue... Feierst du nicht so? Doch, schon auch, aber ich glaube, ich habe mich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt einfach. Wenn man schon so, wenn man was hat, was man mag, dann hört man das ja am Essen und so gewohnheitstiermäßig ja, drauf, ja, ne? Ja, ja. Was hörst du momentan so? Wirklich viel Radio und ich liebe Stille tatsächlich. Das ist gerade schwierig, dass du mich jetzt gerade auf Mucke ansprichst. Mhm. Mal eins gehe ich dann irgendwie feiern und dann ist es total super. Aber ich bin gerade ganz da mit mir, deswegen ist es gerade auch super, wenn ich keine Musik höre. Okay. Mhm. Finde ich gut. Hast du, kennst du Deutschrapper? Ja, Rin... Bowser, Sonne, Leute. Mhm. Ich zeig euch was Musiktechnisches. Ihr sagt mir eure Meinung, okay? Okay, let's do it, man. Und was sagst du? Ja, also es ist auf jeden Fall, hat mega Flow, ist mega entspannt. Ja. Ich bin schon die ganze Zeit so ein bisschen... Am Grinden? Ja, voll. Nee, cool. Ist richtig gut. Gefällt mir. Kennst du ihn? Nö. Manuelsen noch nie gehört? Nee. Ach krass, okay. Verwundert dich das jetzt? Irgendwie schon, ja. Also er ist schon bekannt kennst eigentlich. Du den? Doch. Gehört, auf jeden Fall. Aber keine Mucke. Okay. Könnte ich jetzt nicht zuordnen. Den Namen kann sein, aber auf jeden Fall noch keine Mucke. Ja. Würdest du ihm irgendwas sagen, wenn er das Video jetzt guckt? Also er guckt das Video jetzt mit groß oder irgendwas so mitgeben? Warte.
Alles klar, dann kommen wir mal zu dir jetzt. Und was sagst du? Ist mir zu soft. Ist sie zu soft tatsächlich? Ja, es ist so. Es ist, hört es Manuelsen alles? Ja, ja. Ja. Grüße gehen trotzdem raus. Ja, ist doch easy. Aber ich glaube, da. Sei ehrlich auf jeden Fall. Das hat mich nicht. Das ist halt so. Ich mag halt wirklich, was mir irgendwie Freude bereitet. Ich mag Herzschmerz, ist gerade nicht so mein Ding. Und ich glaube, deswegen würde ich da alles in Richtung anders. In Happiness und. Das gibt dir keinen positiven Vibe. Und nee, null. Tatsächlich ja, ist ein nicht. Vielleicht hätte ich den Songtext noch mal genau hören müssen. Ich sehe dich in eine Million Farben. Also er singt quasi darüber, wie er eine Frau in eine Million Farben sieht. Und deine Augen sind so grün, grün, grün wie, keine Ahnung, die Bäume. Hat das ein Happy End? Ja, er besingt ja eine Liebe quasi so. Na toll. Warum? Krass, das hat für mich trotzdem was Trauriges. Ja, es ist halt deep, ne? Also es geht halt schon ein bisschen unter die Haut. Ich sag mal so. Dani hat Gänsehaut gekriegt im Auto, wo ich ihm das erste Mal den Song gezeigt habe. Ich hatte auch Gänsehaut beim ersten Mal hören. So, das geht halt schon ein bisschen unter die Haut. So. Aber ich finde eher in eine positive Richtung. Vielleicht, Aber es ist ja deine Meinung. Das hätte ich vielleicht an einem anderen Tag erwischt. Vielleicht wäre es dann wieder, genau, das ist ja immer so. Ein Feeling, ne? Ja, genau. Ich glaube, genau. Das ist gerade genau, ja. Vielleicht ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Ja. Okay, noch ein Abschlusswort zu Manuelsen oder ein Satz so? Grüße oder weiter so. Alles, es lohnt sich immer mit Herz alles anzupacken. So. Ja. Alright. Das war's gewesen, Mädels. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Meinung und für eure Zeit so. Danke. Vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder, ne? Schön wär's. Fresher Style auf jeden Fall, muss ich mal sagen. Danke. Wie ist dein Name? Gregor. Alles gut? YouTube oder was? Ist geil. Wie ist dein Name? Jenny. Gregor und Jenny, was hört ihr für Musik? Trap. Trap? Ja. Deutschrap auch? Weniger. Und du? Alles, was mir gefällt. Ja. Hörst du auch Deutschrap? Nee, nicht so. Gar nicht? Also wenn es mir gefällt, ja. Wen kennst du da so? Wen hast du da so auf dem Schirm? Wie heißt der? Browser? Browser. Schöne Grüße an Mois auf jeden Fall an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Boah, schloch it in, man. Browser, geil. I like that, man. Ich zeig euch einen Song, ihr sagt mir eure Meinung. Und, erster Eindruck? Also, er hat eine schöne Stimme und ja, also ich fand die Melodie auch ganz gut. Mhm. Also ist ein Song, den du auch privat mal anhören würdest? So. Ja. Machen wir weiter mit Gregor. Gregor, da läuft ein Video, halt das mal ein bisschen näher vor dich bitte. Der hört dich nicht. Alles gut. Tu veux quoi? Tu dois regarder. Okay. Paintings on my wall, paintings on my wall. Und was sagst du? Ist gut. Ist so gut. Gefällt mir. Gefällt dir gut? Ja, der Beat ist krass, finde ich. Ja. Und generell auch. Die Stimme ist auch gut. Kennst du ihn? Nope. Manuelsen? Noch nie gehört? Sorry. Ich kenne sein Gesicht, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Okay, Manuelsen heißt er. Ja, okay. Wollt ihr ihm irgendwas sagen? Der guckt das Video jetzt gerade. Ja? Ja. Halli, hallo. Willst du Manuelsen irgendwas sagen? Cooles Lied. Und wie heißt es? Farben. Okay. Der ist gut. Cool. Danke euch, ja? Schönen Tag wünsche ich euch noch. Ja. Ja. Bleibt stabil. Bis dann. Macht's gut. Ja. Tschüssi. Servus. What's up, man? Dani, alles gut, Alter? Foto machen können. Ja, machen wir. Easy. Natürlich. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Alles bestens, Bruder. Mir passt, solange es mir passt, will ich frei sein und tun, was mir passt. Ich cruise mein Job. Wer macht denn da ein Foto? Wer macht denn da ein Foto? Na, wer macht denn da ein Foto? Alles klar, danke. Cool, Alter, kein Thema, mach's gut, ja? Bis dann. Ja, let's do it, man. Mit 20, ich will. Kosse, Gasse, Ruhrpott, Härtetest, türkischer Merkese, Mois zwischen Sucuk und Bratwurst, Ufuk und Arthur. Alles klar, mach's gut, sehr schön, Tag noch. Ciao. Okay, let's do the outro, motherfucker. 3, 2, 1, go.
Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Live-Reaktionsvideo zu Farben von Manuelsen. Bruder, du hast die Live-Reaktion gesehen auf jeden Fall. Aber jetzt will ich an der Stelle nochmal meine eigene Reaktion zu dem Song abgeben, Freunde. Natürlich an der Stelle. Wie bei jedem Live-Reaction-Video. Einfach nochmal für euch reinhören für die Kamera und dann mein Statement dazu abgeben. Ich kenne den Song zwar in- und auswendig, aber ich muss jetzt nochmal den Vibe spüren, um dann auch mein richtiges Statement dazu abzugeben, weißt du? Servus! Wenn ich schon dabei bin, weißt du? Ich sehe dich in einer Million Farben, Girl. In einer Million Farben, ey. Krass, Digga. Das ist einfach nur krass, Bruder. Der Song geht mir so heftig unter die Haut, Freunde. So, ich fühle den Bruder einfach, wie er so auf dem Beat singt. So, das ist einfach nur geil. Und ich muss sagen, ich würde so krass feiern, ich würde so extrem feiern, wenn der Bruder mal wieder R&B-technische Songs rausbringen würde. So. Einfach nur gesungen, ohne Rap-Part, vielleicht einen kurzen Rap-Part am Ende oder so, aber wirklich diesen richtigen R&B, den er auf der Soul Edition drauf hatte. So. Für mich das krasseste Manuelsen-Album, was ich je gehört habe. Ich finde alle seine Alben geil, weil ich den Bruder einfach fühle. Aber die R&B-Songs gehen mir einfach am meisten unter das Herz. So. Und vor allen Dingen, was ich halt auch noch betonen muss an der Stelle, ist einfach so, es gibt viele Leute, die jetzt auch so in eine R&B-ige Richtung gehen. So. Aber Manuelsen hat halt für mich so den richtigen Gangster-R&B gemacht. So, weißt du? Das ist einfach so für das Wetter auch perfekt und Gangster-R&B fühle ich fast noch mehr als Rap, so, weil Gangster-R&B ist einfach cool, wenn du so im Auto rumfährst und du hörst R&B und die Texte sind halt gangstermäßig angehaucht, so, weißt du? Das finde ich einfach geil, passt auch voll zu mir, deswegen, Bruder, mach bitte wieder R&B, Alter. Und ja, Mann, was ich noch dazu sagen muss, ich habe am Anfang gesagt, das ist mein Lieblingssong, aber mein Lieblingssong ist eigentlich Was tot ist, aber dazu gibt es leider kein Musikvideo. Leider, 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 das war mein Soundtrack für letztes Jahr, Leute. Und ja, ich will gar nicht zu viel erzählen. Dankeschön. Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Be unique. Dabei ist motherfucking alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Und schreibt mal eure Meinung dazu einfach in die Kommentare rein. Peace out, man. Tschüss.